Im hessischen Oberursel wurde die AfD gegründet und von dort ist uns jetzt auch Konrad Adam zugeschaltet. Guten Abend, Herr Adam. Guten Abend. Sie sind zwar mittlerweile nicht mehr Mitglied in der AfD, haben aber vor 10 Jahren diese Partei mitgegründet. Sie gehören also zu diesen 18 Männern, die gerade schon erwähnt worden sind. Herr Adam, welche politischen Ziele haben Sie damals gehabt? Wir wollten, das geht aus dem Parteinamen hervor, wir wollten eine Alternative zu der angeblich alternativlosen Politik von Frau Merkel bieten. Denn eine alternativlose Politik ist immer eine schlechte Politik. Eine Politik, die Politik lebt von den Alternativen. Die haben wir damals geschaffen. Wir haben damals die Wahlmöglichkeiten erweitert. Das war damals gut, sieht aber inzwischen etwas anders aus. Ja, die Partei galt ja damals als sogenannte Professorenpartei. Ich persönlich erinnere mich an einen Parteitag in Bremen, wo es stundenlange, wie ich fand, hochinteressante Diskussionen über den Euro gab. Was war dann im Anschluss in der Geschichte der AfD der Knackpunkt? Wo ist die Partei Richtung Rechtsextremismus abgebogen? Der entscheidende Umbruch war wahrscheinlich der Mitgliederparteitag mit über 3000 Mitgliedern im Juli des Jahres 2015. Damals zum ersten Mal gab es die eingeübten Sprechchöre, die Björn Höcke favorisierten. Damals gab es die Absprachen. Damals sind die Parteimitglieder, die unterschiedlichen Flügeln zugehörten, teilweise handgreiflich aufeinander losgegangen. Das war für mich bereits ein Alarmzeichen. Jahre später bin ich gegangen. Ich bin ausgeblieben, weil ich der Ansicht war und eigentlich immer noch bin, dass die Sache wichtiger ist als die Personen. Nun ist die AfD im Osten Deutschlands mittlerweile in Umfragen im Hinblick auf die Landtagswahlen, zum Beispiel in Thüringen, die stärkste Kraft. Herr Adam, wie groß ist die Gefahr, dass Vertreter des völkischen Flügels tatsächlich in Deutschland Macht bekommen werden? Das ist deswegen schwer zu sagen, weil es eine einheitliche AfD ja praktisch nicht gibt. Es gibt einen mitgliederstarke Westverbände und es gibt relativ mitgliederschwache Ostverbände. Das Problem ist eben nur, dass die Ostverbände vergleichsweise radikal den Ton angeben. Wenn Sie so wollen, der Schwanz wackelt mit dem Hund. Würden Sie sagen, dass wegen dieser Entwicklung, die Sie ja auch gerade angedeutet haben, wegen dieser Entwicklung der AfD Richtung Rechtsradikalismus der Versuch, rechts von der Union eine Partei zu etablieren, historisch gescheitert ist? Nein, das glaube ich nicht. Wenn die AfD scheitert, was zurzeit niemand weiß, werden andere Kräfte an ihre Stelle treten. Das heißt aber doch, dass die Protestpartei AfD wahrscheinlich mittelfristig als solche weiter wird existieren können. Aber eine Machtoption wird sie doch auf absehbare Zeit weder in den Ländern noch im Bund haben, oder? Damit rechne ich auch. Die AfD profiliert sich zurzeit als Protestpartei. Sie lebt vom Widerspruch. Ernst wird es für die Partei aber erst in dem Moment, wo sie Verantwortung, ich meine Regierungsverantwortung, übernehmen muss. Ob es je dazu kommt, das weiß ich nicht. Aber wenn dieser Moment eintritt, dann wird es die Partei zerreißen. Ja, das ist ja ein historisches Treffen, was da heute ab 18 Uhr stattfinden wird. Wiederum in Hessen nicht weit von Oberursel entfernt. Was glauben Sie, was wird in 10 Jahren sein? Wird das als Wendepunkt irgendwann in der Geschichte der Partei zelebriert und gedacht sein? Oder könnte es sein, dass die AfD tatsächlich dahin kommt, wo Gauland sie sieht, nämlich in Regierungsverantwortung? Das Letztere glaube ich nicht, zumal die starken Ostverbände Regierungsverantwortung ja gar nicht wollen. Sie setzen ganz bewusst auf Konfrontation. Dass der heutige Abend, das gesellige Zusammensein drüben in Königstein ein Wendepunkt in der Parteigeschichte darstellen wird, glaube ich nicht. Die AfD ist inzwischen das, was alle anderen, die sogenannten Altparteien, auch sind. Sie ist professionell und für meinen Geschmack langweilig geworden. Sagt Konrad Adam, eines der Gründungsmitglieder der AfD in Oberursel vor 10 Jahren. Ich sage danke für Ihre Zeit, Herr Adam.